Ja, das Moorheilbad Habach gibt es bereits seit über 40 Jahren. Wir haben eben eine jahrzehntelange Erfahrung und sind aber trotzdem stets am Puls der Zeit. Unsere Schwerpunkte im Moorheilbad Habach bzw. unsere Kompetenzen für die Gesundheit unserer Patienten sind einerseits die orthopädische Rehabilitation. In diesem Bereich behandeln wir im Patienten nach unfallchirurgischen, nach orthopädischen Verletzungen, Operationen, aber auch mit chronischen Wirbelsäulenbeschwerden, das heißt ohne Operationen. Wir haben hier unter der Leitung von Fachärzten noch ein interdisziplinäres Team, das die Patienten im Durchschnitt über 3 Wochen bei uns im Haus behandelt. Wir haben noch 2 Schwerpunkte. Neben der orthopädischen Rehabilitation ist es eben auch die Gesundheitsvorsorge aktiv. Das ist das Nachfolgeprogramm der Kur. Das ist modular aufgebaut und hat dadurch den Vorteil, dass man sich an die jeweiligen Bedürfnisse der Patienten noch besser eingehen kann. Und hier steht neben den Behandlungen von Beschwerden im Stütz- und Bewegungsapparat die nachhaltige Verbesserung der Lebensstilfaktoren, also mentale Gesundheit, Ernährung und Bewegung im Vordergrund. Mein Name ist Susanne Schulner-Weiß, bin seit 25 Jahren im Moorheilbad Habach tätig als stellvertretende Therapieleiterin, habe ca. 100 Mitarbeiter im Team mit verschiedenen Professionen, wie zum Beispiel die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, klinische und Gesundheitspsychologen, Diätologen rufen das Team ab. Also die arbeiten sehr eng zusammen mit der Pflegeassistenz, dass sie den Patienten optimal betreuen. Unterstützen tun sie die Heilmasseure, medizinische Masseure mit Bäder, Packungen, halt dann auch die Patienten, Ultraschalltherapie. Und ein wichtiger Bestandteil ist auch die Einteilung, die die Patientenpläne nach der Verordnung erstellen und die Therapeutentagespläne. Das Organisatorische bin ich halt zuständig. Wenn du jetzt als Reha-Patient zu uns ins Haus kommst, nach dem Check-in holt dich bei uns die Pflegeassistenz ab, bringt dich aufs Zimmer. Dort wird dann entschieden, ob du eine Begleitung brauchst zu den Therapien, zu den Terminen. Nachdem kommt es dann zur Pflege. Die machen die Aufnahme, dann gleich in Folge das Arztgespräch. Bei der Pflege ist es so, die machen einmal eine Pflegeanamnese, erheben Blutdruck, Gewicht, Größe und Allergien. Das ist sehr wichtig, weil da kommt gleich wieder das Interdisziplinäre, wenn man Allergien sind. Zum Beispiel kommen sie gleich zur Diätologin für ein Beratungsgespräch, weil die stellen dann einen speziellen Speiseplan für die 3 Wochen zusammen. Das wird bei uns alles im Infomed, das ist ein Dokumentationsprogramm, dokumentiert, damit auch der Arzt dann schon Bescheid weiß und auch alle anderen Professionen, die dazu Zugang haben. Nach der Aufnahme bei der Pflege folgt die Arztuntersuchung. Der Arzt verordnet Bäder, Packungen, Elektrotherapie, Ultraschalltherapie und gibt das Bewegungsprogramm für den Physiotherapeuten frei. Das heißt, all die Dinge, die er nicht machen darf, der Patient, nimmt er raus aus dem Verordnungsprogramm. Den Rest gibt er frei, damit der Physiotherapeut ein individuelles Programm für den Patienten zusammenstellen kann. Es wäre so einmal der erste Tag. Der zweite Aufenthaltstag ist gleich als erstes einmal die Einzelheilgymnastik beim Physiotherapeuten. Der macht wieder eine Anamnese, die komplette Befundung, Therapiezusammenstellung, die individuelle und die Zielvereinbarung mit dem Patienten laut ICF angelehnt. Dokumentiert das auch wieder im Infomed, damit auch der Arzt weiß, was für Ziele vereinbart sind von den Bewegungen an und das Ganze. Das wäre dann beim Physiotherapeuten. Der sieht wirklich den Patienten als Ganzes. Das heißt, auch Nebendiagnosen werden berücksichtigt. Und da schaut man dann auch, ob er andere Professionen braucht, wie zum Beispiel die Diätologie bei Unverträglichkeiten. Oder ist er belastet, hat er Trauer zu verarbeiten, hat er Angst oder Panik, bekommt er auch einen Gesprächstermin bei der Psychologie. Wenn es der Arzt verordnet hat, dann macht das der Physiotherapeut.